Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Stardew Valley mit Salome. Hallo! Etwas Grausames. Hm? Wenn du eine Keksdose bei dir liegen hast, ja. Aber da keine Kekse mehr drin sind. Ja, ich hab meine Kokosmakrönchen noch. Nee, ich hab in den Keksdosen ist jetzt Dings drin. Zeug halt. Zeug halt. Aber alles nur paar Kekse. Ja. Eieiei, oh. Oh, da ist aber viel. Ja, würde ich jetzt mit der gemoddeten Version zum Beispiel spielen, könnte ich das so einstellen, erstens, dass wir dem richtig gute, teure Geschenke geben können, die das Freundschaftslevel immens steigert. Was wäre das zum Beispiel? Ja, wenn ich sag ja, wenn ich modden würde, dann könnte ich mir da die Gegenstände ercheaten, sag ich mal, die ich ihm gebe. Ich könnte das abschalten, dass man nur einmal am Tag und nur zweimal die Woche beschenken kann. Sondern, dass ich jederzeit dem einfach, keine Ahnung, 500.000 Sachen in die Hand drücken kann. Aber wir modden hier ja in der Hinsicht nicht. Wir haben das ja nur einmal genutzt, wegen diesen Streicheldingern. Damit Salome ja hier ungehindert mit auf die Insel kann, ohne dass irgendwie die Herzen leiden. Dafür, dass er halt schon die ganze Zeit die auf fast maximalen Herzen hat. Und dann ist die Insel freigeschaltet und dann vergisst man zurückzugehen etc. Und auf einmal fehlen ein paar Herzen. Wäre ärgerlich gewesen. Deswegen hatte ich da ein einziges Mal tatsächlich meine Mods für dieses Let's Play eingeschaltet. Und habe mir da diese Streicheldinger einfach ercheatet. Weil die zu kriegen, das wäre einfach, ich glaube, das wäre in dem Let's Play nicht machbar gewesen, weil die Drop-Chance ist viel zu gering. Und der Ort, an dem das droppt, ist ja, ich weiß nicht, also wir können das noch gar nicht machen tatsächlich. Ich weiß noch nicht mal warum. Vielleicht wird das nur freigeschaltet, wenn gerade bei Mr. Key die passende Quest aktiv ist. Keine Ahnung. Und, wann hätten das triggern sollen? Was? Wann hätten das triggern sollen mit den Jungen? Bei 6 Herzer. Hab ich. Ja, dann musst du an den Strand runter. War ich. Ja, dann geht's nicht mehr, weil er schon drüben ist. Oder du musst warten, bis er auch hier auf der Insel ist. Das ist möglich. Aber wir haben hier Chilischoten. Chilischoten. Hab ich dem eigentlich schon 2 diese Woche? Nee, 1. Ich kann ihm diese Woche noch ein Geschenk machen. Ich kann das Gold nicht mehr zählen. Doch, eigentlich schon. Bei mir je höher die Qualität vom Geschenk ist, desto mehr Pünktchen gibt's. Okay. Ja, du siehst ja im Grunde nur, wie sich so langsam so ein Herzerl füllt. Die genaue Punktzahl, die siehst du ja gar nicht, was er kriegt. Nee. Hast du die einstecken, die Chilis? Nein, die sind in der einen Kiste, die hinten ist. Ah. Ach, warte, ich muss ja da runter. Oh, da kann ich gleich nochmal verkaufen tun hier. Ja, vielleicht schaffen wir. Mangos kannst du jetzt verkaufen eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon. Der Verkaufskiste ist auch jetzt noch ein paar Sachen drin. Aber Verkaufskiste, gut, dass ich jetzt wieder dran denke. Ich wollte zu den Viechers rein. Die Viechers. Ja. Viechers. Schane. Oder Sahne. Was? Ja, Shane, entweder Schane oder Sahne. Sahne! Nur Sahne! Komm, schwing deinen Arsch hier raus, Junge! Wird's bald. Also, er bin jetzt auch in seinem Zimmer drin, ja? Ja. Jetzt nicht mehr. Er wollte schon sein, der dürft bald rauskommen. Ja, um 12 verlässt er das. Was ist das? Ach so, das ist mein Baby, ich dachte schon. Was? Was, ein Baby einstecken? Nein, in diesem
in dieser Liste von den Freunden, die ich habe. Da so. Habe ich runtergescrollt und da war keins, du hast Geschenke gemacht und so, das war da nicht mit bei, deswegen war ich da erst verwundert, was das denn ist. Oder wer das denn ist, aber es war okay. Thrall. Okay. Du hast Thrall kein Geschenk gemacht, wie kannst du nur? Der geht ja auch gar nicht, wie denn? Weiß. Ist ja nicht eingetragen. Hast du den Nautilus-Muschel gegeben? Nö. Hi. Ich geh mal eben gucken, ob ich eine finde, dann können wir ins Bett gehen. Jupp. Ach, es ist Kaviar fertig wieder. Mit schon wieder? Ja. Hä, ich bin doch da gerade dran vorbeigelaufen, habe ich das nicht gesehen? Scheinbar. Oder ist das gerade erst aufgeploppt? Ich weiß es nicht. Ja, dass es 50 Millionen kostet und 5 Millionen. Was? Ja, die Uhr. Die kostet 10 Millionen. 10 Millionen. Kraft 50. Das wäre ein bisschen arg extrem, ne? Würde ich jedem Spiel zutrauen, die sowas haben. Ja, die Hälfte circa haben wir. Ja, hätten wir, ich sage, hätten wir diese große Fläche von der Originalfarm genommen und nicht diese Strandfarm, die eben. Und da hätten wir pro Lieferung knapp 1 Million gekriegt. Nur alleine für die Früchte, ohne von Wein und Co. Ja. Bei jeder Ernte. Mein Gott. Aber wir wollten ja auch mal was Neues zeigen, ne? Eben. Deswegen haben wir uns gedacht, hier komm. Eben. Reben. Leben. Leben. Streben. Meben. Genau, kleben. Weben. Heben. Hm. Reben. Hat man, glaube ich, schon. Hat man schon? Okay. Ja, ich glaube schon. Aber wir hatten noch nicht Regen. Und legen. Ja, das ist ja aber kein B in der Mitte. Mir doch egal. Aber mir nicht. Reimt sich aber. Bast nicht. Ne, Wumpe. Nee, reimt sich gar nicht. Doch. Nein. Erzähl doch nix. Ich glaube, ich verkaufe jetzt mal den Käse, den ich einstecken habe. Weil so. Wir müssen ja eigentlich auch nicht mehr in die Dingens, ne? Oder beziehungsweise ich muss ja nicht mehr in diese Mine. Wollten wir nicht noch in eine Mine reingehen irgendwo? Ja, da wollten wir aber kein Essen und so mitnehmen, weil wir die einfach nur mal zeigen wollten. Ach so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nichts mehr, weil keine Ahnung, warum die nicht freigeschaltet ist. Was soll das? Ich kann ja noch mal gucken. Ich habe nur leider keine Ahnung mehr, wie ich die freigeschaltet hatte. Ob die erst auftaucht, wenn Key diese Quest dafür hat oder ob man da irgendwas anderes dafür machen muss. Weil der Schrein ist auch nicht da. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich müsste höchstens noch mal googeln. Okay. Ich bin mir gerade so vor, wir verkaufen alles, was wir noch haben. Oh Gott. Alles möchte ich nicht unbedingt verkaufen. Oh, warte, ich habe noch einstecken. Oh, ich weiß jetzt übrigens, wo man diese Froschmütze herkriegt. Wo denn? Da, wo diese Kröte in der Höhle sitzt, die wo unsere Felder angeglotzt hat. Da sind so Wasserpfützen. Da angelst du die raus. Okay. Oh, nicht schlecht. Oh, Alter. Fast 250.000. Das war schon mal was. Ja. Könnte aber trotzdem nur ein, zwei Nüllerchen hinten dran sein, zusätzlich. Ah, mein Gott. Zumindest noch die Kids. Nee, keine Zeit. Dafür ist der Hund da. Nee. Ich habe 341 Käse einstecken. Ich habe 358. Oder ist es 68? Ich kann es nicht richtig erkennen.
Ja, manchmal ist die Zahl so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. So, einmal nach meinem Feld gucken. Hier ist nichts zu ernten. Nur eine Koksnuss. Den Erdbeeren und ein paar Bäumchen. Den Erdbeeren geht's auch gut. Jetzt guck ich kurz nach meinem Zäunchen. Mein Erdbeeren. Mein Erdbeeren. War ja klar, dass sie wieder repariert werden muss. Ich brauche wieder Zaunelemente. Ich muss wieder welche bauen. Verschenk in einer Woche 50 geliebte Geschenke. Das Minenaufzugssystem wurde zurückgesetzt und neue Gefahren sind aus dem tiefen Untergrund gekommen. Erreiche in einer Woche den Grund der Minen. Ich nehme das hier mal an und guck mal, ob ich vielleicht jetzt den Schrein habe. Wo ist denn der? Der ist in der Mine ganz unten auf 120. Müsste da so ein Schrein stehen, den man anklicken kann. Waren wir da nicht schon mal? Ja, ich habe ja also gestern im Spiel hatte ich ja schon mal geguckt, da war kein Schrein. Ich geh mal gucken, Dun. Ich komm auch. Ob sich da irgendwas geändert hat jetzt, ne? Scheint nicht zu funktionieren. Wir müssen uns komplett wieder runterkämpfen. Oh, sehr gut. Eier! Was denn Eier? Ja, siehst du nicht? Was ist das? Neue Mine. Ach, das ist die neue? Ja. Weil ich weiß, aber man kann das auch manuell umstellen, dass es die neue ist. Hallo? Wir wollten aber jetzt nicht komplett alles zeigen, oder? Nee, halt so ein Stückchen zumindest. Weil es gibt halt auch. Weil es gibt halt auch verschiedene Bereiche gibt es halt auch, je nachdem wie tief du halt bist. Hä? Und das ist Uranium. Gibt's Uranium. Und es gibt hier auch echt viele Viecher, die böse Schaden machen. Also das ist echt mega übertrieben teilweise. Au! Radioaktives Erz, ja geil. Blablabla. Ja, und da sollen wir jetzt innerhalb von einer Woche aufs Ding unten kommen. Kannst auf 120. Willst du alles aufsammeln oder was? Nee, ich suche die. Achso, da oben da ist ja schon. Jetzt sag doch, dass da oben die Treppe ist. Ich hab das nicht gesehen. Oh. Yeah. Au. Der Schaden. Aua, macht der Schaden. Nein! Kind, du sollst es essen. und nicht verschenken. Der hat genug Käse. Ja, Frustkäse. Yeah. Bong. Ja, versuch, einen Stein zuzuhauen. Das ist eine super Idee, ja. Ja, ne? Oben. Ich hab ne Geode. Dann klebst du an dein Hode. Weiter ist hier. Ah, super. Yay, pling. Hier sitzen sogar welche aufeinander. Ja, ich seh's. Ich fand das eigentlich richtig cool. Au, au, au. Ja, jetzt sind nämlich drei auf einen Schlag. Ah, hier ist Leiter. Ich glaube, großartig viel Spannendes gibt es hier nicht. Ja. Weil hier eigentlich nur die Aufgabe ist, ganz weit unten hinzukommen. Ja, dass es halt noch mehr Aua macht, die ganzen Viechers. Ja. Und es sind auch fiese Viecher.
Und es sind auch fiese Viecher dabei, die wo miese Fähigkeiten haben. Warte mal, da oben ist eine Muschel, die wir brauchen. Ja, stimmt. Das bietet sich gerade an. Das soll übrigens irgendwie sowas wie eine Unterwasserhöhle übrigens darstellen. Das sieht man dann auch nochmal. Dass das so eine Unterwasserhöhle sein soll. So ein bisschen. Nur okay. Halt ohne Wasser. Ich wollte gerade sagen, da fehlt nur ein bisschen das Wasser, war. Ja, aber der, aber dass das so sein soll oder daran angelehnt sein soll, dann siehst du dann auch noch. Ich glaube, für Stufe 10 machen wir, dann gehen wir aber raus, oder? Ja, dann speichern wir auf jeden Fall erstmal. Ja. Falls wir überhaupt Stufe 10 erreichen. Falls, ja. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Ja, bisher ist das ganz angenehm, aber das ändert sich. Schlagartig. Das ist noch so, das sind noch so die Schon-Level, weißt du? Smaragd. Oh, da ist was Spezial. Ein Spezialvieh. Ja, geil. Bitte nicht von hinten. Ich habe eine Rieti, brauche ein Band oder eine Druckdrüse bekommen. Oh, das ist für einen Sprinkler. Die Druckdüse. Entweder vergrößert das den Sprinklerbereich oder macht Dünger rauf. Okay. Eine Treppe bekommen. Was? So eine Steintreppe oder was? Ja. Geil. Und oben ist schon eine Treppe übrigens, ne? Mhm. Hab ich schon gesehen gehabt. Ja, warum sind wir dann noch hier? Keine Ahnung. Wir sollen ja kein Zeug sammeln oder Viecher killen, sondern wir sollen ja runterkommen. Musik ändert sich. Looter. Das solltest du bei dieser Herausforderung tatsächlich lassen. Das ist nicht gut. Oh, da ist noch ein Special. Oh, ich habe einen Bereicherer jetzt gekriegt. Das ist das Gegenteil von dem, was du gekriegt hast für den Sprinkler. Klopp mal einmal zusammen drauf. Genau. Oh, eine ganze Menge. Wir werden die 120 eh nicht erreichen. Au! Nee, definitiv nicht. Ich sag, hätte ich mein gemoddetes, hätte ich uns eine ganze Menge Treppchen zum Beispiel erschummeln können und da hätte ich da die anderen Etagen mal zeigen können. Eine geheime Notiz habe ich bekommen. Ein Zettel. Jemand wartet auf dich auf Ebene 100 in der Schädelhöhle. Ach ja. Soll er warten? Hat er was zu tun? Bing. Ja, 10 haben wir erreicht. Wir wollten hochgehen eigentlich. Ja, Moment. Ist das schon hier? Sind die schon hier? Wer ist schon hier? Ah! Au! Kackvieh! Oh, eine Süßkartoffel. Ah! Kackkäfer. Ja, scheinbar noch nicht. Was? Oh, dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Monster, wo du dann siehst, dass es sich wahrscheinlich um eine Art Unterwasserhöhle handelt. Okay. Halt ab Ebene 20. 15 oder 20, irgendwie so. Du kannst wahrscheinlich wieder Kohle mitnehmen. Ja, klar. Nicht? Nö.
Weiß nicht, was wir mit den radioaktiven Erz anfangen können, aber ich nehme es auch nochmal mit. Ja, da gibt's auch Crafting-Rezepte. Hier ist Leiter. Moment. Ich bin gerade gegen so ein Viech gelaufen, ohne dass ich Schaden gekriegt habe. Oh, hast du ein schönes Schwert. Ja, ne? Alter. Da oben ist eine Leiter. Ah, super. Ah, siehst du, da haben wir sogar Level 15. Ah, hier, guck, da sind sie. Und die machen scheiße viel Schaden, die Kackviecher. Da musst du echt aufpassen. Die machen echt übelst Schaden. So, da sind wir auf Level 15. Zumindest das. Vielleicht ist es dann... Entschuldigung. Vielleicht ist es dann ab jetzt dieser Schrein unten, dass du das umstellen kannst. Dass du das vielleicht einmal so annehmen musst, weißt du, und dass du das dann hinterher immer wieder umstellen kannst. Das kann gut sein. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr richtig im Kopf, wie das war. So. Auf einen Sprinkler aufstellen, um eine Bewässerungsreichweite zu erhöhen, ja. Ja, und bei mir ist dann das mit dem Dünger. Da packst du in diesen Bereicherer, kannst du Dünger reinlegen und der düngt dann automatisch die Viechers, die Felder. Ich habe ein Iridiumband bekommen. Oh, aber die leuchtet, haben wir das... zieht Gegenstände an und erhöht den Angriffsschaden um 10%. Nee, haben wir tatsächlich noch nicht. Ich dachte, das hätten wir schon. Cool. Oh Gott, ist der ist. Nee, deiner ist so hell, oder? Deiner müsste das aber auch sein. Ja, aber meiner ist halt normal hell. Es sah nur so aus, als wäre es halt extremst hell. So, schnell speichern jetzt hier. Ich muss das Zeug loswerden. Hä? Ich muss das Zeug loswerden, meine Taschen sind voll. Ja, sag mal. Ich hab halt viel gelootet. Entschuldigung. Looten? Ich warte auf die Treppe ist da, und langsam wird mir kalt. Die Treppe ist dafür da, damit man von der Mine ja, dass man einen Stock runterlaufen kann, einfach, ohne dass wir sie suchen müssen. Ja. Ja, sicher. Was hast du denn gedacht? Ich dachte halt, es wäre jetzt irgendwas anderes. Ein Dekorationsartikel fürs Haus, dass du leicht in den Keller runterkommst. Natürlich. Nee. Du weit weg bist im Keller. Das Dumme an diesen Treppen ist nur leider, dass die 99 Steine kosten, eine. Das ist leider das Blöde, sonst hätten wir uns 120 Treppen bauen können. Wir haben zweimal 999 Steine hier. Ja, trotzdem, das gibt auch nur 20 Treppen. Jetzt hat's gar keine. Kommst du jetzt endlich mal bei hier? Ich komm ja schon. Wird auf dem Weg noch ein bisschen Steine abgebaut, dann haben wir noch mehr Steine. Dann sind wir steinreich. Ja, und das wird wörtlich, ja. Oh, Akaro hat einen Nachwuchs zur Welt gebracht. Ah, geil. Eine braune Kuh, wie nenne ich die jetzt? Da steht Brodo. Nennen sie jetzt auch Brodo? Brodo? Das ist Brodo und der wird verkauft. Brodo die Kuh. Dann ist aber Akaro sauer oder traurig. Weil du es verkauft hast. Weil du sein Baby verkauft hast. Das wird er später verkaufen, wenn der kriegt das schon nicht mehr mit. So. Hallo, Schnuckilis. Brodo. Darauf komm ich nicht klar. Brodo. Armes Brodo. Du wirst nicht lange bei uns bleiben. Nur bis deine Herzen voll sind. Ja. Danach wirst du woanders da rumbroden. Rumbrodon. Ja. Brodone-Wurst, ne?
Ja. Odone Wurst. Was? Wer war das nochmal? Irgendjemand hat es gelesen gehabt, anstatt Brot ohne Wurst. Was ist denn mit einer Brodone Wurst? Brodone Wurst. Ja, die Brodone Wurst. Die Kristallinseln. Mhm. So, ein bisschen Zaun gemacht. Oder statt Brathering, Brethering. Ja, Brethering. Weil man es für Englisch hält. Oder statt Brethering, Brathering, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Brethering wirklich gibt als englisches Wort. Ich glaube, ja. Ich glaube, es heißt wirklich das, was es heißen soll. Brathering? Nein, atmen, glaube ich, oder? Nee. Das heißt Breathing, glaube ich. Ja? Ja. Breathe ist atmen. Müsste man eigentlich mal in Google eingeben, dann wüsste man's. Gib mal Brethering ein. Ja, ich gebe mal Brathering ein. Gib mal Brathering hier ein, warte. Dauert einen Moment. Warum ist denn Google-Übersetzer? Ein paar Früchte. Brethering heißt brüderlich. Okay. Aber auf Walisisch. Wirklich genauso geschrieben wie Brathering, ja, oder was? Ja, aber Walisisch ist das, nicht Englisch. Walisisch. Ah. Schön. Ich habe Brathering geschrieben, da steht Walisisch. Von Walisisch heißt es brüderlich. Auch nicht schlecht. Ja. Naja, es gibt ja auch viele englische Worte, die auf Deutsch auch funktionieren und viele deutsche andere, die halt auch auf Englisch funktionieren. Ja. Gibt's ja tatsächlich. Sag mal, alles gut? Wollen wir wieder in die Mine oder wollen wir lieber schlafen? Was wäre dir lieber? Ich würde gern ein bisschen von der Mine vielleicht noch zeigen. Dann wenn wir sie mir, jetzt schon haben. Dann tue ich wenigstens aber meine wichtigen Sachen zum Beispiel mal weg jetzt hier. Ja, ich habe die Werkzeuge dabei und den Käse. Was anderes habe ich nicht bei. Ja, ich brauche nicht die Hacke, brauche ich glaube ich nicht, oder? Nimm's mal mit. Das sind ja die Sachen, die du nicht verlierst. Oder die Iridium-Axt. Die verlierst du auch nicht. Und die Iridium-Axt wirst du brauchen. Okay. Die Treppe nehme ich auch mit und den Pina Colada nehme ich auch mit und den Käse. Aber ja, einfach zu futtern und die Werkzeuge auf jeden Fall. Weil das Einzige, was du verlieren könntest, wäre das Schwert. Die kann ich nochmal den Käse teilen? Ich glaube, warte, das Inventar öffnen und dann mit Shift und rechts, ja. Ich hab mal ja stimmt, ich könnte eigentlich einen Teil hier lassen, ne? Ja, schon. So viel brauchen wir gar nicht. Ja, ich habe jetzt einfach mal 84, habe ich jetzt, nehme ich jetzt mit. Und da sind wenigstens nicht alles an Käse weg. Ich nehme 178 mit. Ich hab die zweimal geteilt, das reicht. Ich glaube nicht, dass ich hier 80 Käse fressen muss. Na, dann zeig mal halt meine neue Mine, ne? Ja, ein bisschen noch, wenigstens etwas, weißt du? Dass wir noch zeigen können. Anderen Content. Ja, oh, ich habe ein Schleimei. Ah, ein Oktopus. Ich habe Angst vor ihm. Ich will nicht wissen, wie viel Schaden der wirklich macht. Ich will es nicht wissen. Nein. Ich erinnere mich noch, dass der relativ gemein war. Ah. Und der nächste. Wie ist denn der lang? Oh, da unten ist schon Treppe. Cool. Platsch, 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 platsch. Ich vermute mal, ganz runter werden wir es wahrscheinlich nie schaffen, aber wir versuchen so weit runter zu kommen wie möglich. Okay, es geht mit dem Schaden. Es geht. Ja, noch. Noch. Richtig mies.
Ja. Ich krieg schon mit. Richtig ich krieg schon mies. Mit. Ich krieg schon mit. Wird's erst ein bisschen später. Oh! Ich hab ein Kristall gefunden. Das mieseste tatsächlich bisher an der neuen Mine, wie ich. Was ich erlebt habe, ist, dass es irgendwo weiter unten Geister gibt. Und diese Geister, die hauchen dich mit einem Stinkeatem an und dann kannst du 2 Minuten lang nichts essen, weil hier schlecht ist. Das okay. ist übel. Das ist dann doof, ja. Das ist übel. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das irgendwas gab, das das aufgehoben hat. Das weiß ich jetzt leider nicht. Vielleicht aber nicht. Wie bei Minecraft. Oh Gott, ich muss was essen. Halte durch. Aber irgendwie finde ich die süß. Aua, ich habe doch gerade erst gegessen, Leute. Und ja, irgendwie schon. Haben halt den... Ja, die schießen übrigens auch. Ja. Mit irgendwas. Klatsch, bumm. Haha! So, Feierabend. Die haben eigentlich den gleichen Skin wie die Tintenfische. Oh, hier ist ein Loch. Mal gucken, ob hier noch Kohle hinten ist. Ja, für dich wahrscheinlich, für mich nicht. Und hier ist Loch. Noch ein Loch. Danke, Kackvieh. Haha. Oh, das wollte ich nicht. Alter, das Scheißviech hat 83 Schaden gemacht. What the fuck? Bei mir nicht. Ich bin fast tot. Okay. Beim Kuscheln gekillt, weißt du? Mhm. Oh nein. Och, hier suche ich direkt nach dem Ding. Ich hab gar Bock. Komm. Oh, Koralle. Alles erstmal voll, reinlaufen. Klar. Erstmal voll daneben schlagen die ganze Zeit. Das macht so Spaß. Hallo, du komische Steinkrabbe. Ah, hier. Au. Oh, ist das gemein! Komm doch! Ja, und mich erstmal wieder durchrushen mit 40 Schaden. Alter, diese Kackviecher. Bitte einzeln die holen, ja? Und nicht irgendwie zu weit vor. Dann komm hoch. Ja, das reicht hier ja. Na klar, ich krieg natürlich wieder aufs Maul. Ich hab auch Schaden gekriegt. Jetzt kommen natürlich alle drei. Ja, oben kommt auch noch einer. Eine Methode einfach schlagen, egal wohin. Peter ist sehr gut. Alter. Das ist aber trotzdem noch. Da. Noch ein. Komm mal weiter runter. Da oben sind noch mehr. Oh, ein Goldbarren. Viecher, diese Elenden. Aber süß. Boah, hält sich in Grenzen. Ah, Klinglong. Erstmal und nebenbei noch geschmust. Ja. Und wir sind bei 34 Minuten. Und bei mir ist irgendwie ein Totenkopf in der Ecke bei 22. Ja, das heißt verseuchtes Gebiet hier. Wir müssen das Gebiet komplett von Monstern befreien, bevor das mal runter dürfen. Ach so. Und wir sind bei 35 Minuten. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Tschüss.